Die WM 2022 in Katar liegt nun schon fast ein Jahr zurück. Ex-Bonds-Coach Louis van Gaal raucht aber immer noch vor Wut. Der Grund? Das Viertelfinalaus im Elfmeterschießen seiner Holländer gegen den späteren Weltmeister Argentinien und Kapitän Lionel Messi. Auf die Frage eines Journalisten, ob das Ergebnis ein von höherer Stelle geplantes Resultat gewesen sei, antwortet van Gaal: Nee, want ich wollte eigentlich nicht so viel darüber kwijt. Ich möchte nicht viel darüber sagen, aber wenn man sieht, wie Argentinien seine Tore schoss und wie wir unsere erzielten und wie einige argentinische Spieler über die Linie traten und dafür nicht bestraft wurden, war das meiner Meinung nach ein abgekartetes Spiel. Spieler von Argentinien über die Schreif gingen und nicht bestraft werden. Der Reporter fragt, ob es denn genauer ginge. Van Gaal: Ich meine alles so, wie ich es sage. Dass Messi Weltmeister werden sollte? Van Gaal: Das glaube ich, ja. Wurde Messi, dem in seiner glorreichen Karriere immer wieder dieser eine WM-Titel fehlte, tatsächlich von einer mächtigeren Stelle zum Titel verholfen? Van Gaal ist sich seiner Sache jedenfalls sicher. Wirklich aufklären lässt sich diese Verschwörungstheorie aber wohl nie.